Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X, wo wir uns weiterhin in dieser Spiegelhöhle befinden. Und naja, der Spruch Spieglein, Spieglein an der Wand doch sehr wie die Faust aufs Auge hier passt. Und deswegen werden wir jetzt erstmal ein paar Tränke anwenden, damit wir hier ein bisschen... Oh nein, das habe ich jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Ach, na gut. Fehler passieren halt, ne? So, jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz was gucken hier. Ja, genau. Ich habe gerade nur eine WhatsApp-Nachricht bekommen, weil es hieß, dass wir ins Kino gehen. Also, ja, Ziegenkäse-Lady hatte das halt vorgeschlagen und... Oh, da war ja... Ach so, die sehen durch den Spiegel auch, wenn wir da vorbeikommen. Deshalb habe ich eine Kraft gewonnen und knalle sie dir jetzt vor den Latz. Okay. Sehr schön. Ja, das ist ein Psycho. Ja, wollen wir doch mal gucken. Nee, also das Witzige ist, wir haben ja hier in Halle zwei Kinos. Einmal eins in Halle Neustadt und dann eins nämlich in der Stadt drinne. Beim Charlottencenter in der Nähe vom Riebeckplatz und naja. Das heißt immer dann eher, wir treffen uns vom Kino. Ja, vor welchem Kino denn bitte? Denn wir haben ja zwei Kinos und Konfusion. Das wird mir aber nicht viel abziehen, hoffe ich. Nein, tut es auch nicht. Natürlich! Wollen wir wetten, dass ich jetzt wieder mich selbst verletze? Und? Oh, nicht? Das ist ja mal erstaunlich. Wow. Ich wurde mal nicht hier ausgetrickst. Das ist ja mal ein Fortschritt, der hier vor sich geht. Also dann. Schwertgeist erreicht Stufe 33. Irgendwann müsste der sich doch mal entwickeln, oder? Der, auf jeden Fall sind wir jetzt Stufe 33. Ja, schön, ne? So, und dann erhalten die anderen noch ein paar EP, aber das wird nichts. Dann haben wir noch Golbit. Was ist Golbit? Golbit? Ist das vielleicht dieses Geistesgesteinviech? Ja, da haben wir es doch. Okay, dann wollen wir es mal mit einem Schattenstoß angreifen. Ach nee, ich bin ja verwirrt. Ah, natürlich musste ich mich selber verletzen. Ja, das war klar. Eisenabwehr. Ah, du willst deine Verteidigung stärken. Ich merke schon, was du hier vorhast. Ein ganz übles Spiel. Aber wir werden auch hoffentlich mal hier mit einem Schattenstoß jetzt endlich angreifen können. Oh, fängt dieser Blödsinn schon wieder an? Finsterfaust. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Doch, das ist deren Ernst. Und es war noch ein Falltreffer. Ich wechsle das Pokémon aus. Also, das kann ja nicht sein, dass bei jedem Pokémon ich irgendwie... Ach Gott, vergessen wir es ganz einfach. So, ja, was machen wir jetzt als nächstes? Wir setzen mal Cedar ein. Mal gucken, ob Cedar da ein bisschen mehr ausrichten kann. Hoffen wir es zumindest. Wenn das hier Gestein ist, dann auf jeden Fall. Oder war das Stahl? Geist. Ich weiß es nicht. Finsterfaust dürfte mir jetzt nicht allzu viel abziehen. Ja, deswegen sind manchmal die Unlichtattacken auch nicht schlecht, aber... Ja, so viel zieht es nicht ab. Ich werde jetzt mal Egelsamen draufpacken. So, und dann kannst du mal zusehen, was du hier machst. So, genau. Sieh zu. Du ziehst mir gerade mal so wenig ab. Deswegen ziehen wir dir hoffentlich ein bisschen mehr ab. Und? Wie viel zieht's ab? Und? Also wir werden um, naja, 7 geheilt. Okay, ist jetzt nicht gerade das Beste, aber es gibt Schlimmeres. Durchaus Schlimmeres. Jetzt gucken wir erstmal, wie es aussieht. Okay, es ist sehr effektiv. Also es ist Geistgestein, Mensch, ja. Ich kann schon gar nicht mehr reden vor lauter Parts, die ich hier aufnehme. Aber na gut, so sei es dann. Geradax erreicht Level 28. Yay, sehr schön. Oh nein, meine psychischen Kräfte. Die Spiegel haben sie auf mich zurückgeworfen. Kannst du mal sehen. Den Trainer hatte ich jetzt aber echt nicht gesehen. Und jetzt muss ich schon wieder einen Supertrank verschwenden. Ja gut, besser ist das. Einsetzen natürlich hier drauf. Jetzt ist es auch wirklich mal gerechtfertigt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, wem wir hier noch so begegnen. Erstmal niemandem, niemandem und niemandem. Okay, das sieht aus wie einer, den man hier... Nein, nein, Freunde, das ist schön. Nein. Na, gehst du wieder zurück? Danke. Also, nein. Touchpad, das musst du noch ein bisschen lernen hier. Ich drücke hier oben drauf. Nein! Touchpad. Touchpad, danke. Nochmal. Oh, jetzt leckt das auch manchmal. Na komm. Oh, jetzt hole ich den Stylus hier raus. Jetzt hole ich hier den Stylus raus. Ich wollte mir nur die Kaufkraft zulegen, Mensch. Och, Leute, jetzt hört doch mal auf zu lecken hier. Ja, ich gucke gerade nicht ins Mikro, ich weiß. Kaufkraft. Anwenden. Danke. So, jetzt können wir hier gegen den nächsten hoffentlich antreten. Ja, die sind jetzt erstmal wieder verloren. Kommst du mal her? Na gut, ich warte.
Wo ist meine Zuckerschnecke nur abgeblieben? Ja, ich weiß, wo sie ist. Tourist Stanislav. Sieht aber irgendwie nicht russisch aus. Okay. Jetzt haben wir hier erstmal ein Gift-Pokémon vor uns, welches zum Glück uns nicht vergiften kann. Wir aber erstmal einen schönen Schwerttanz anwenden. So. Um unseren Angriff um 2 Stufen zu erhöhen. Furienschlag hat zum Glück keine Wirkung, weshalb wir jetzt erstmal einen munteren Schlitzer hierauf anwenden und dann sollte sich die Sache fast gegessen haben. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt und nicht anders. Ja, gut, damit können wir leben und das war's schon, okay. Oh, meine Zuckerschnecke geht, ja, geht alles schief ohne ihr, ohne sie und so weiter. Ah, oh, danke, dass du mir mal trotzdem mehr Poké-Dollar-Sins gibst. So, da erwartet uns wohl ein Doppelkampf, aber zunächst hätte ich gerne diesen Hypertrank eingesammelt, den ich natürlich liebend gerne an mich nehme und dann gucken wir mal. So, hier haben wir nämlich noch einen Spiegel und da kommt der Doppelkampf. Ach, du sollst an unserem Glück teilhaben. Sieht so das große Glück aus? Findest du, wir sehen wirklich glücklich aus? Ach, ja, Männer und Frauen, die mal wieder unterschiedlich denken. Na, sie sehen eigentlich nicht unglücklich aus, sagen wir es mal so. Okay. So sieht das Ganze erstmal aus. Erzwinger erhöht, das ist das Problem, erstmal die AP, die wir verbrauchen. Aber zuerst sollten wir uns auf die Königin stürzen. Warte mal, könnte ich doch auch hier Eroas anwenden. Das sollte doch gehen, oder? Ja, das zieht sogar ein bisschen was ab. Gut, Käferbiss. Das tut mir jetzt noch nicht so viel Schaden anrichten. Oder es richtet noch nicht so viel Schaden an, weil wir halt das Glück haben, da ich noch kein Unlicht-Pokémon bin. So, was machst du jetzt? Irgendwas Uninteressantes. Ach, irgendein Furienschlag oder sowas. Na, 3-mal nur. Okay, reicht ja auch. Deswegen sollten wir den Schlitzer lieber auf, Vatribi anwenden. Männer können sich hier... Also, die können sich eh nicht zuhauen, wie sie weiterentwickeln. Es sei denn, es gibt irgendeinen Trick, aber den würde ich dann nicht wissen. So, Hornwiese haben wir erstmal besiegt. Also die Königin sozusagen. Die Königin der Bienen. Und jetzt haben wir erstmal einen Level, nämlich 35 erreicht. Yay! Wunderbar, das finde ich wunderschön. So, Glurak erreicht nebenbei Stufe 45 sogar schon. Und Lockdurf, damit unser Fluchtwert gesenkt wird. Ja, das ist erstmal sehr irrelevant, finde ich. So, da wir jetzt erstmal hier mit dem Schlitzer einiges anrichten können und sogar Vatribi besiegt haben. Wunderschön. Vatribi. Was für ein Name. Okay, dann haben wir auf jeden Fall das... Ich bin trotz der Niederlage glücklich, da ich dich an meiner Seite habe. Und ich bin auch glücklich, aber gegen einen Sieg hätte ich trotzdem nichts gehabt. Ach, schön, dass wir wenigstens glücklich sind. Und es gab dick Poké-Dollar dafür. Ja, die Wirkung davon hat nachgelassen, leider. Aber wir möchten auch gleich den nächsten Schutz einsetzen. Vielleicht ist das ja... Nee, warte mal, von hier komme ich doch, ich Blödmann. Also hier weiter. Ich blödel. Ich oller Trödel. Das könnte ein Psycho sein. Ich könnte meinen Pokémon eine riesige Freude bereiten, indem ich dich besiege. Ja, da habe ich aber noch was dagegen. Ach nee, das ist ein Ass-Trainer Nathan. Der Weise oder was? Und jetzt haben wir auch noch ein Unlicht-Pokémon als Gegner. Naja, gucken wir mal, was Schwertgeist hier gegen ausrichten kann. Erzwinger wirkt. Schön, dass ich unter Druck gesetzt werde. Deswegen machen wir erstmal eine Zornklinge. Verfolgung. Das kann wehtun. Das tut sogar sehr weh. Und Zornklinge wird hingegen nicht allzu viel anrichten. Nee, du, das wird mehr abziehen, als mir lieb ist. Wir probieren es ganz einfach. Wir setzen Biss. Bitte zieh nicht so viel ab. Schade. Schwertgeist wurde besiegt, deswegen setzen wir das nächste Pokémon ein. Welches setzen wir denn mal ein? Ach, da habe ich immer noch keine Kampfattacke. Das ist halt das Schwierige an Mediti. Oder vielleicht sollte ich mir auch mal in einer Pause oder so irgendwann mal eins züchten. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall machen wir erstmal Aquavelle. Die sollte hier ein bisschen was ausrichten. Da bekommt jetzt... Ah, ich wollte doch einen Beleber anwenden. Naja, egal. Gut, dann kriegt Cedar diesmal keine EP. Na gut, können wir nichts machen. Medici erreicht Stufe 29 und will endlich Kraftwelle erlernen. Oh, 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 oh.
Ja, wir möchten eine Attacke vergessen. Denn Kraftwelle ist endlich mal eine Kampfattacke, die wir auch gebrauchen können. Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die es eventuell paralysiert. So, dann machen wir ganz einfach Meditation weg. Das soll ein Sweeper werden. Und da können wir uns nicht leisten, erstmal hier den Angriffswert noch dämlich zu erhöhen. So, Meditation vergessen und Kraftwelle erlernt. Wunderschön. Endlich haben wir eine Kampfattacke. Pinsir. Ja, der Einzige, der dagegen was Effektives hat, ist der hier, der nicht gehorcht. Das ist das ganz große Problem. Aber Glurak sollte ein paar Treffer abkönnen, weshalb wir erstmal Cedar wieder zurückholen mit einem Beleber. In der Hoffnung, dass ich den jetzt hier auch anwenden kann. Also Beute oder ich noch Beleber habe. Hier waren die schon mal nicht drin. Statusheilmittel? Nein, ich will hier hoch. Einen Beleber, genau den wollen wir einsetzen. So sieht es aus. Auf Schwertgeist, damit er wenigstens jetzt noch ein bisschen was bekommt. Zumindest hier bei den geteilten EP und sowas. So, und hier muss man nämlich aufpassen, dass er nämlich auch gerne mal Guillotine einsetzt. Das ist dann nämlich richtig böse. So, und Funkenflug, Flieg und Sieg. Überwurf. Ja, schön, das macht mehr Schaden, wenn man schon mal angegriffen wurde. Aber Funkenflug... Na gut, wir haben ja Zeit. Funkenflug. Wendet sich ab. Okay, warum denn auch nicht? Ja, wir haben ja Zeit, ne? Wir können hier ganz gemächlich durch die Höhle. Jetzt machen Luftschnitt. Danke, geht doch. Du blödes, nicht gehorchendes Glurak. Manchmal. Manchmal bist du echt lästig. So, Glurak erhält ein paar spezielle EP und die anderen erhalten zum Glück auch was. Und Nathan, der Astrainer, wart besiegt. So, mein Team ist am Boden zerstört und das Schlimmste, ich bin schuld daran. Gibst dir selbst die Schuld dran? Okay, dann mach das ruhig. Dann mach das. Tu dir keinen Zwang an. Achso, hier können wir einen Pokéball einsammeln. Zack. Und da haben wir ein Eisen gefunden, was unsere Verteidigung erhöht. Wunderschön. Das können wir erstmal machen. Und dann gucken wir mal, was hier noch vor sich ging. Achso, da ging es weiter runter, da geht's weiter hoch. Okay, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, sagen wir es mal so. Ah ne, da gehen wir nur weiter runter. Das wollen wir nicht. Wir gucken erstmal hier lang. Also wir gehen da wieder zurück, meine ich. Deswegen schauen wir erstmal hier entlang. Ach ne, war das der richtige Weg? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich gehe vielleicht doch erstmal hier lang. Wir gucken erstmal hier hoch. Mal gucken, was wir hier Schönes finden. Achso, hier war der Ausgang. Ja. Ich bin der Schatten, der die Spiegelhöhle durchwandert. Naja. Ob das nun wirklich so ist, bezweifle ich. Aber wir haben Wanderer Reinhardt. Garovil? Oder so? Achso, das war doch so ein Unlichtbodenviech, wenn ich mich nicht irre, ne? Ein Unlichtboden. Machen wir erstmal. Oder war das schon? Okay, es war schon Unlicht. Und schön, dass es besiegt wurde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das mag mir gefallen. Und da hast du dir deinen Level ab 34 auch redlich verdient. So, Initiative plus 0. Naja, können wir halt nichts machen. Okay. Was kommt als nächstes? Litomit. Ich werde mal das Pokémon wechseln, weil das irgendwie nach Stein klingt. Frogger, du kannst natürlich da auch mal was ausrichten. So, währenddessen habe ich keine neuen Nachrichten erhalten oder sowas. Das ist natürlich auch schön. Okay, Litomit, das klingt wirklich nach einem Stein. Ach ja, das war dieser Käfer-Gesteinstyp. Also Aquawelle, Flieg und Sieg. Vielleicht hätte Eroas da auch was getan. Weiß ich jetzt nicht, aber das sollte sein Übriges tun mit der Aquawelle. Jo. Aber mit manchen Pokémon bin ich auch deutlichst, ja, overleveled. Sagen wir es mal so. So, und setzt als nächstes ein Grabbit ein. Ach komm, wir gucken einfach mal, was das von Viech ist. Ach so, das war, von Hoppel oder wie das, Skoppel. Das war von Skoppel die Weiterentwicklung. Ja, stimmt. Grabbit, ja, auch nicht schlecht. Grabbit, greif es. Tolles, Wortspiel. Können wir mal so sehen. So, und dann erhält der Rest auch EP. Cedar erreicht Stufe 35 sogar schon. Geradax Stufe 29. Mensch, Kratzfurie. Nein, wollen wir aber nicht. Ja, genauso sieht es aus. Wir wollen nicht uns weiter bemühen.
Ach, nach so einem anstrengenden Kampf muss ich mich erstmal vor dem Spiegel etwas zurechtmachen. Schön, dass du das musst. Aber wir werden erstmal hier den Stein reinschieben. Ja, wir möchten Stärke einsetzen. Es ist schon schön, ein Arbeits-Pokémon dabei zu haben, weil das uns noch sehr lange erhalten bleiben wird. Ach, ist das schön. So. Ja, wir möchten den nächsten bitte einsetzen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Schutz ich habe. Und natürlich kommt einem da ein fliegendes Pokémon entgegen. Und warum laufe ich da überhaupt lang, wenn es nur dieses Pokémon ist? Warum laufe ich da lang? Das war doch gerade sinnlos. Okay. Dann machen wir noch den Rest hier in dieser Höhle. So. Also, was haben wir denn hier? Unlängst kam Forscher zu der Erkenntnis, dass es mehrere Exemplare des Wahrspiegels gibt. Der erste wurde ja in Einall gefunden. Na nun, du hast keinen blassen Schimmer, was es mit dem Spiegel auf sich hat? Nun, das ist ein Spiegel, mit dem man Boreas, Voltulos oder Demeteros in ihre wahre Gestalt zurückverwandeln kann. Aha. Ist das der hier, oder was? Das kann ja wohl sein. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier unlängst einen überflüssigen Umweg gegangen bin, wodurch ich natürlich jetzt auch einige Schutz verschwende. Nein, tue ich nicht, weil da nämlich eine Abkürzung ist. Und dann gucken wir nämlich nochmal nach unten, ob da sich was befindet. Und dann haben wir nämlich auch diese Spiegelhöhle endlich abgeschlossen hier. Endlich wurde ja auch Zeit. Also Flucht hier. Weg. Weg. Einfach nur weg hier. So. Weiter soll es gehen. Ja. Ach verdammt, wir haben keinen Schutz mehr. Naja gut, was soll's. Immerhin haben wir 700 Schritte mit einem Schutz zurückgelegt und jetzt können wir den Rest hier auch noch irgendwie überleben. Oh. Oh, das ist natürlich durchaus interessant. Ein Unlicht-Pokémon mit Typ Geist dazu. Zornklinge? Wir machen mal Zornklinge, mal gucken, was das anrichtet. Achso, erstmal will es sich selbst schützen, natürlich. Yo. Wir machen nochmal eine Zornklinge. Er ist zum Glück fehlgeschlagen. Und natürlich macht das dann nur normalen Schaden. Zornklinge, Flieg und Sieg. Okay, gut. Ja, das war ja ein drastischer Anstieg. Alles klar, dann habe ich nichts gesagt. Ach, Herr Jemine. Also hier runter. Ich hätte mehr Schutz kaufen sollen. Naja, egal. Die haben wir jetzt nicht. Deswegen müssen wir hier immer schnellstens flüchten. Aber ja, hier gibt es also auch ein Geist-Unlicht-Pokémon. Zwar ziemlich selten, weil ich das jetzt zum ersten Mal sehe. Aber okay, ich hatte ja davor auch oft Schutz an. Deswegen geht das schon in Ordnung. So, also hier nach unten wollten wir noch. Und dann schauen wir mal, was es hier unten noch Schönes zu sehen gibt. Also hier herum. Dann sehen wir hier, dass dort unten ein Item liegt, welches ich natürlich von der anderen Seite nur erreichen kann. Ja, ein Monozyt, also ein Einzeller. Einzeller, so hätte ich das eigentlich auch nennen können. Weil die Weiterentwicklung nun auch nicht wirklich so wirklich aus viel mehr Zellen besteht. Hä, wie komme ich denn da hin? Bin ich jetzt blind? Anscheinend. Warte mal. Nee, hier komme ich nicht hin. Achso, da muss es natürlich da drüben eine Treppe geben. Natürlich, was sollte es denn auch anderes sein? Nein, Klingplim, dich wollen wir auch nicht haben. Ja. Warum kann man nicht einfach auswählen, dass man flüchten möchte? Weißt du, so kurz davor, also man sieht, okay, das Pokémon erscheint, möchtest du flüchten oder kämpfen? Das wäre doch viel besser. Ach, ich habe keinen Schutz. Und das merkt man. Und ich habe zwar Pokémon, die Blitz erlernen könnten, aber das bringe ich denen nicht bei, weil das sinnlos ist. Na gut, wahre, also VM, Quatsch, TM, ach, manch. Hier, Zertrümmerer und die andere Attacke namens Blitz, das waren mal VMs. Und hier haben wir eine Erztafel, die wir auch den Typ Boden verstärkt oder so. Ja, schön, jetzt haben wir mehrere Items, die ein und dasselbe bedeuten. Aber nein, die Tafeln sind für Arceus oder Arceus, wie ich immer gesagt habe. Gut. Und hier haben wir jetzt ein Feen-Pokémon, Psycho-Fee. Deswegen machen wir einfach mal einen Schattenstoß und gucken, wie viel der abzieht. Schattenstoß, Flieg und Sieg. Erstschlagsgarantie sowieso. Okay. Reflektor. Das kannst du gerne machen. Ich werde jetzt aber erstmal auf die Bälle zurückgreifen und dann gucken, ob wir hier mit einem Superball dich schon einfangen können. Ansonsten werden wir einen Finsterball anwenden. Also gucken wir nochmal. Ja, das will ich noch in diesem Part zu Ende bringen. So.
Panzimos, du bist nun nicht mein. Das hätte fast geklappt. Okay. Ja, komm, jetzt muss es aber klappen. Jetzt muss es klappen. Jetzt werden wir nämlich einen stärkeren Ball anwenden, nämlich einen Finsterball. So. Und dann sollte das doch jetzt gehen. Also Finsterball. Panzimos, du. Was? Es befreit sich aus einem stärkeren Ball. Wie geht das denn bitte? Kann mir das mal jemand beschreiben? So, Superball. Okay, dann machen wir das nochmal. Superball. Du fängst es jetzt, oder? Panzimos. Du bist nun immer noch nicht mein. Verdammt. Aber der Reflektor, der kann doch darauf keine Auswirkung haben. Und wie stark bist du schon geschwächt, bitte? Du bist sehr stark geschwächt. Also, du bleibst da jetzt bitte drin, hier in diesem Superball. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du ziehst einfach nur den Part in die Länge. Merkst du das nicht, liebes Panzimos? Du sträubst dich. Ich sehe schon. Ja, schön, dass es fehlgeschlagen ist. Also, dann machen wir nochmal Bälle. Jetzt kommt der Finsterball nochmal. Und dann hoffen wir, dass er drin bleibt. Also, Panzimos, du bist nun mein. Wunderbar. Panzimos wurde gefangen. Nach langer Zeit. Ja, und ein paar EP gibt es dazu natürlich auch noch. Frogger erreicht Stufe 36. Wow. Aber erstmal einen Eintrag im Pokédex für Panzimos. Pantimimi ist die Vorentwicklung. Panzimos Nummer 114. Sperre. Typ Psycho. Fee. Größe 1,3 Meter. Masse 54,5 Kilogramm. Seine Fingerspitzen sondern etwas ab, dass die Luft zu einer schützenden Wand werden lässt. Das ist doch schön. Ja, und es wurde auf Box 2 geschickt, das sehen wir doch auch gerne. Deswegen machen wir hier munter weiter, denn wie gesagt, diese Höhle möchte ich jetzt endlich noch hinter mich bringen. Nein, möchte ich noch nicht, denn Frogger entwickelt sich. Ach Mensch, das ist doch wirklich ein Traum. Gut, dann werde ich den Part dann nach dieser Entwicklung doch beenden, denn man soll ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das ist es, wenn ein Pokémon sich weiterentwickelt hat. Also, Frogger, du wirst zu einem Mitglied in Super Smash Bros. Für 3DS. Glückwunsch, dein Frogger wurde quasi zu. Okay, war jetzt ein bisschen unförmig, aber ist ja egal. Wir haben jetzt also mehrere Weiterentwicklungen. So, Frogger versucht, Wasserschuriken zu erlernen. Aber Frogger kann maximal 4 Attacken erlernen, also wenn wir eine Attacke vergessen. Was ist Wasserschuriken überhaupt? Der Anwender schleudert dem Ziel Wurfsteine aus einem verdickten Sekret entgegen. Eine Serienattacke, die 2 bis 5 Mal trifft. Ihr merkt meine Freude? Ja, es ist eine ganz große Freude. Und deswegen werde ich das nicht erlernen. Wasserschuriken nicht erlernen. Also, das war ja jetzt mal wirklich eine Enttäuschung. Naja, gut. Wie dem auch sei, dann werde ich diesen Part doch an dieser Stelle beenden und hoffen, dieser hat euch soweit gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen und deswegen sage ich, im nächsten Part von Let's Play Pokémon X sieht man sich.